Hallo und herzlich willkommen, liebe Fahrradkanalfreunde, zu unserer After-Shopping-Tour in Paderborn. Ja, wie ihr seht auf der Karte, kleine After-Shopping-Tour an der Pader entlang. Aber zuvor haben wir ein bisschen Shopping gemacht, speziell Radzubehör bzw. Klamotten bei VD, wie ihr hier seht, in Paderborn. Ja, hier seht ihr das Ladenlokal von außen. Sehr schönes Geschäft. Hier mal eine Innenaufnahme. Aber wie gesagt, um Gottes Willen, ich will da keine Schleichwerbung machen. Und ein paar Meter weiter war dann auch Schöffel-Lowa. Auch ein schöner Store. Folge dem Weg 170 Meter. Hier mal ein paar Innen- bzw. eine Innenaufnahme. Ein Foto findet man so im Netz. Ja, und oder aber man verbindet das, was wir auch schon mal machen, mit einem Besuch im Landesmuseum, dem Kloster Dahlheim. Hier die Anlage. Ja, LWL bedeutet Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Ja, und da gibt es dann auch so einen sogenannten Klostermarkt. Gerade habt ihr da mal eine... ja, eine Dame gesehen, die dort ihre Produkte anpreist. 170 Meter. Ja. Ja, so sieht das dann aus. Das ist das Gartenfest und hier der Klostermarkt. Da werden dann Produkte aus allen möglichen Klöstern, nicht nur, glaube ich, aus der Bundesrepublik, angepriesen. Ja, und wenn ihr Glück habt und die Tour an der Pader entlang macht, kommt ihr auch am Schloss Neuhaus vorbei. Vielleicht ist dann da auch gerade ein Event. Ja, und hier die Staumauer bzw. das Wehr von der Lippe und dem Lippesee. Und hier ein toller Hühnerhof mit frei gehaltenen... Es geht hier schon volle Pulle der Antrieb los. Ja, und schon geht es im Video los. Ja, das war ein toller Hühnerhof bzw. eine Hühnerschar. Ich nehme mal an, vielleicht sogar ein Biobauer. Der, Folge der Tour auf Weg Richtung Südwesten. Der seine Hühner draußen auf freiem Feld mit einem so, mobilen... hier links und dann geradeaus und dann gucken wir mal. Ja, der seine Hühner dort mit einem mobilen Hühnerstall versorgt hat. Ja, aber ihr seht, in der Tour geht es auch schon los von einem Parkplatz aus. Der genau, geradeaus rüber auf der anderen Seite, wo der Bürgersteig ist. Wo die gerade lang ist. Genau, da müssen wir rechts und dann fahren wir links. Ja, rechts und dann fahren wir links. Ja, das ist hier übrigens eine ganz in der Nähe von einer... Und, kommst du noch zurecht? So, hier ist ein Schleichweg. Ja, der Schleichweg führt hier übrigens entlang von vielen Tennisplätzen. Wer aus Paderborn ist, wird das sicher alles ein bisschen besser kennen als ich. Ah, herrlich. Mal wieder radeln. Übrigens ist der Parkplatz, auf dem wir gestartet sind und auch wieder... Folgen danach in 130 Metern links abbiegen auf Ottilienquelle. Zu dem wir dann... Ottilienquelle, genau. Zu dem wir dann auch wieder zurückkommen werden. Dieser riesig große Parkplatz hat übrigens auch für... Rechts abbiegen auf Weg danach in 40 Metern links abbiegen auf Ottilienquelle. Ottilienquelle. Na, da wollen wir hin. An dieser Kreuzung links abbiegen auf Ottilienquelle. Ja. So, das war der Live-Ton aus dem Video. Hier geht es jetzt auch, glaube ich, schon, oder ging es schon im Video? Na, ich wollte mal schauen. Folge dem Weg 170 Meter. Auf jeden Fall, wie gesagt, sind an unserem Startpunkt, ist ein riesig großer Power, Parkplatz. Hast du noch genug Power? Wo auch Wohnmobile geparkt werden dürfen. Und es gibt ja dort auch... Siehste, du bist halt E-Bike verseucht. ...ein Schwimmbad. Also das ist ein bisschen nördlich gelegen vom Zentrum von Paderborn. Ja, wir fahren jetzt auch nördlich
in Richtung immer an der Pader entlang zum Lippesee. Jetzt rechts auf Padersteinweg. Den Lippesee werden wir dann auch großräumig umradeln. Ja, und ihr seht, das geht hier so ein bisschen durch viel parkähnliche Landschaft. Und? Geht's schwer, oder? Folge dem Weg 850 Meter. Ja, und? Geht besser? Ja, dann musst du auf den kleinsten Gang schalten. Auf 1. Aber ich weiß nicht... wo du den großen, den anderen Gang, da musst du glaube ich auch ein auf den ganz entweder höchsten oder niedrigste Stufe. Da musst du mal probieren jetzt. Dann schwerer oder leichter geht, dann weißt du. So. Und links hat ja noch eine Nabenschaltung. Und links. Geht es jetzt leichter oder schwerer? Hm? Da kommt einer. Ja, wir haben übrigens... Weil der linke ist nur die grobe Einstellung. Weißt du? Genau, ne? Wenn du gleich hoch... Aber wir haben hier nichts Bergiges. Außer jetzt keine... Muss jetzt keine Angst. Ja, da kommt ein Dreirad. Ja, das weiß ich. Das hast du nämlich immer schon gesagt. Ja, da müssen wir das andere Rad auch noch. Das kriegen wir noch hin. Klar, immer. Wie ihr jetzt so ein bisschen mitbekommen habt, habe ich noch ein paar Instruktionen für meine Frau gehabt, weil... Ja, wie gesagt, das ist natürlich hier eigentlich ein Weg. Das ist jetzt ja doof für mich, ich habe jetzt keine Schrückspiegel, da habe ich ja schon immer ein bisschen geguckt. Ja. Ja, deswegen... Ja, das ist, ich habe hier nur einen kleinen, weil an dem Faltrad einen großen... Ja, aber du kannst halt reden. Ja, natürlich. Weil wir hier auf dieser After-Shopping-Tour mit unseren Klapprädern unterwegs sind. Meine Frau hat jetzt kein E-Bike mit als Klapprad. Gesagt, das ist eigentlich hier mehr was für sonnige Tage. Das ist ein... Aber heute scheint ja die Sonne. Und wenn hier Bäume sind, ist es auch ein bisschen windgeschützter. Ja, weil sonst hast du nämlich das Problem, dass es windiger ist. So. Ja, wir haben wie gesagt unsere Klappräder mit und meine Frau fährt ein Nicht-E-Klapprad, also kein Pedelec mit Motorunterstützung. Das ist ein Klapprad von Riese und Müller. Die Dinger, die waren richtig teuer. Und ich habe mir allerdings ein Klapprad gekauft, schon vor längerer Zeit, was mit Motorunterstützung ist. Weil ich ja nicht mehr ganz so fit bin. Ja, hier rechts konnte man gerade mal das... In 110 Metern rechts abbiegen auf Fahrradweg, danach in 170 Metern links abbiegen auf Fahrradweg. Ja, Komoot ist auch immer ganz gut mit Instruktionen. In 40 Metern rechts abbiegen auf Fahrradweg, danach in 70 Metern links abbiegen auf Fahrradweg. Ja, wie gesagt, wir sind hier mit den Klapprädern unterwegs, machen die Tour und jetzt geht es erstmal immer Richtung Norden, quasi Nordwesten, grob gesagt. Ist nicht ganz exakt Richtung Norden. Das Gute an diesem Antrieb hier als E-Bike ist, wenn du berg runterfährst, das nennt man Rekuperation, macht der. Doch, das hat mir schon einiges Mal schon ein bisschen, war ich erstaunt.
Ja, Rekuperation, genau. Das heißt, wenn man gleich runterfährt. Den habe ich noch nie ausgereizt, aber. Dann speist der Strom zurück ein. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der wiegt nur so 18 Kilo. Tja, jetzt kommen wir leider ein bisschen an die Straße. Ja. Egal. Wir hätten da hinten abbiegen müssen. So, ja, wie gesagt, ansonsten, hier seht ihr nochmal das Riese und Müller Klapprad, mit dem meine Frau unterwegs ist. Ja, weil ich nicht geguckt habe. Warum? Wenn ich nicht auf die Tante höre, was die sagt. Genau, die Tante von Komoot. Jo, weiter geht's. Ihr seht, ne, sehr schöne Landschaft, wenn man nicht gerade hier mal an der Straße lang fährt, aber man kann hier schnell wieder an die Pader gelangen und an die Seen entsprechend. Ja, genau. Fragt mich jetzt nicht, wie dieser See heißt, aber auf jeden Fall, ja. Hier schreibt einer in Komoot, das wäre der Padersee. Naja, okay. Gleich geht's auch unter einer Brücke her. Also man kann hier wirklich sehr schön radeln. Ist sehr parkähnliche Landschaft. Und ist also wirklich sehr zu empfehlen. Ja, warum klingel ich hier viel? Ihr seht, hier rechts ist gerade natürlich kein Geländer mehr. Und wenn einem da ein paar Leute mit Radfahrern dann auch noch entgegenkommt, ist es, glaube ich, ganz ratsam, wenn man an der Stelle mal klingelt. Ja, was ich jetzt hier an der Stelle besonders schön finde, ist, dass man hier jetzt mal direkt an der Pader lang radelt. Und die wirklich mal direkt am Flussufer entlang fährt. Da ist die Pader. So, wie ihr natürlich wisst, denke ich mal, oder auch für alle, die noch neu auf meinem Kanal sind, das sind 360 Grad Videos. Ich mache also in der Regel 360 Grad Videos. Die einen oder anderen Bilder oder Fotos, die ich so noch unterwegs gemacht habe, die sind nicht in der Regel 360 Grad Fotos. Das könnte ich zwar auch machen, aber ich sag's mal so, da arbeite ich noch dran. Hin und wieder mache ich da auch mal 360 Grad Fotos, weil es ja auch immer ein bisschen blöd, die Kamera, die ist hier am Fahrrad befestigt, mittels einem Gimbal festgeschraubt, und die Kamera, mit der ich hier gerade filme, dann 360 Grad Fotos zu machen, dann müsste man die in der Regel extra wieder abmachen, um sie vielleicht über Kopf zu halten und schöne Fotos zu machen. Aber ich habe ja auch noch eine zweite 360-Grad-Kamera, die Insta360, und wenn ich es nicht vergesse, nehme ich die schon mal mit und dann mache ich auch schon mal hier und da 360-Grad-Fotos. Aber meistens vergesse ich es und dann habe ich das Handy mit und dann mache ich halt mit dem Handy schon mal Fotos. Ja, wie gesagt, wir sind hier schnurstracks weiter in Richtung immer an der Pader entlang. Wir werden nachher auch durch den Ortsteil fahren. Ich weiß jetzt nicht gerade, wie der aktuell heißt, aber das ist bei Schloss Neuhaus. Und das ist immer ein bisschen tricky. Das ist auch noch so ein bisschen Altstadt leer. Zumindest sind hier und da auch noch ein paar Häuschen dabei, die so ein bisschen mit Fachwerk sind und entsprechend auch der entsprechende Farbelag auf dem, der Bodenbelag ist auch so ein bisschen pflastermäßig.
Ja, regelmäßig verfranze ich mich da so ein bisschen. Man könnte da natürlich den Fahrradweg folgen. Aber das finde ich da immer ein bisschen nicht so toll. Man wird da gezielt direkt vor Schloss Neuhaus vorbeigelotst. Und ich habe dieses Mal, wie gesagt, die Tour haben wir hier, beziehungsweise unsere Shopping-Tour in Paderborn. Die haben wir hier am 2. Oktober 2020 gemacht und ich wollte da mal was anderes ausprobieren. Hab mich da leider ein bisschen verfranst, aber nicht direkt, weil ich mich nicht hätte vielleicht besser selbst orientieren können. Zum Teil lag es auch daran, dass mich das Tablet, wo ich immer mit Komoot mich lotsen lasse, ein bisschen Probleme hatte. Irgendwie hängt es sich seit einiger Zeit auf. Ich habe da mal den Akku selber gewechselt. Und anscheinend ist da doch irgendwas bei kaputt gegangen, obwohl ich das Gefühl hatte, das hat auch vorher immer nicht so richtig funktioniert. Nun ja. Ja, mittlerweile habe ich auch ein neues Tablet und ja, ich kann euch nur raten, achtet darauf, wenn ihr ein Tablet kauft und das auch auf dem Lenker machen solltet, dann achtet bitte darauf, dass ihr auch eine Kompassfunktion habt. Ich habe jetzt eins von Huawei mal wieder. Also die haben eine sehr gute, leuchtstarke Display. Deswegen nehme ich die ganz gerne und vor allen Dingen in 8 Zoll. Aber ja, in der kleineren Version, wie gesagt, ist jetzt leider keine Kompassfunktion dabei. Ich habe es auch jetzt auf einer Tour erst ein paar Mal ausprobiert. Mal gucken. Also die Kompassfunktion funktioniert nicht. Natürlich sagt es auch die Richtung an, aber in Komoot scheint ohne Kompass und nur mit GPS nicht so ganz zurechtzukommen. Warum auch immer, da kennt ihr euch sicher besser aus, könnt ihr ja mal was in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht habt ihr da ein paar Tipps. Oder Komoot wird das mal ein bisschen ändern. Naja, gut. Ja, weiter geht's hier im Video. Und wie ihr ja wahrscheinlich mitbekommen habt, habe ich die kleine Ortsteildurchfahrt, wo das Schloss Neuhaus ist, mal stärker beschleunigt. Weil, wie gesagt, da sind wir ein bisschen unsicher durchgeradelt. Also wie gesagt, das war so ein bisschen mehr oder weniger dem Navi geschuldet von Komoot, das mich da so ein bisschen in den Stich gelassen hat. Allerdings nicht, wie gesagt, Komoot, sondern eben das Tablet nicht mehr so richtig funktioniert hat. Und hatte auch immer irgendwie ein bisschen GPS-Probleme, keine Ahnung. Jo, wir sind hier, wie gesagt, entlang der Pader unterwegs. Ja, 360 Grad Video hatte ich ja schon gesagt. Und wir verbinden das meistens hier mit irgendeinem besonderen Anlass. Deswegen haben wir jetzt hier nur, ja, was heißt besonderen Anlass? Am 2. Oktober, das war ein Freitag vor dem Feiertag, am 3. Oktober 2020 hatten wir Lust, mal eine Shoppingtour und ein paar Fahrradklamotten zu kaufen in Paderborn. Und meine Recherche hat ergeben, siehe da, guck mal, da gibt es einen VD-Laden und Schöffel ein paar Meter weiter in der gleichen Straße, auf der gleichen Seite wie VD. Das haben wir natürlich dann mal ausgenutzt und uns ein paar radelgerechte Klamotten gekauft. Ja, die Jacke, die ich dort gekauft habe, die habe ich auch direkt drunter gezogen, unter meiner Schöffeljacke. Ihr könnt ja rumschwenken, dann seht ihr meine Schöffeljacke, die ich drüber gezogen habe, und darunter habe ich dann die Radeljacke. Ja, ist ja nun auch schon wieder ein bisschen frischer geworden. Jo, hier mal wieder ein bisschen besser klingeln. Ihr seht ja, ist ein bisschen eng. Und bei der Gelegenheit
haben wir dann unsere Klappfahrräder mitgenommen, weil die Strecke ja auch ein bisschen länger ist, zumindest von unserem Wohnort aus bei Wuppertal im Bergischen Land. Sind ja dann auch so 120, glaube ich, waren es, Kilometer. Und alles, was so über 100 Kilometer ist, ist dann schon so ein bisschen mit den größeren, mit den großen Fahrrädern, die wir von KTM haben, hinten drauf auf dem Fahrradgepäckträger, auf der Anhängerkupplung, zwar eigentlich kein Problem, aber wenn man dann noch shoppen gehen will, dann ist es schon, fühlen wir uns zumindest doch ein bisschen sicherer, wenn die Fahrräder innen drin sind und verschlossen sind im Kofferraum. Das bietet sich dann an, wenn man, wie gesagt, irgendwie so Touren machen will, wo man dann auch ja noch irgendwie mal was anderes machen will und nicht nur eine Radtour, sondern eben auch irgendwie shoppen oder irgendwas besichtigen möchte vorher oder nachher der jeweiligen Fahrradtour, dann bieten sich diese Klappräder wirklich an. Jetzt komm ich hier nicht rum, ja, da wäre der richtige Weg gewesen. Ich weiß auch noch nicht. Ja, ich weiß mal wieder nicht, wo es weitergeht. Folge dem Weg 100 Meter. Ja, folge dem Weg 100 Meter. Hier links übrigens fand ich ganz witzig, was zur Verpflegung für unterwegs, Schleckereien. Fragt mich jetzt nicht, was es dort alles gab. Ja, also ist natürlich alles ein bisschen doof zu Corona-Zeiten. Ne? Und während ich jetzt hier dieses Video am 20.11. kommentiere, ja, ihr wisst ja alle nun auch, dass jetzt die Corona-Maßnahmen alle schon wieder ein bisschen angezogen sind. Aber ihr seht ja auch hier war es schon relativ leer. Und ja, und so einige Corona-Bestimmungen waren dann auch schon wieder ein bisschen ja, strenger, weil ja die entsprechenden Fallzahlen gestiegen waren. Aber man will ja auch mal raus, man möchte ja auch mal ein bisschen woanders hin. Und man soll ja auch bekanntlich an die frische Luft. Und wir radeln halt gerne, beziehungsweise ich kann besser radeln als laufen. Zumindest mit Elektromotorunterstützung sowieso. Ja, das Wetter. Am Anfang hatten wir ja ein bisschen Sonne, habt ihr ja wahrscheinlich noch gesehen, als wir am Parkplatz los sind. Hier haben wir jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen bewölkter, aber durchaus recht angenehme Radeltemperatur. So, hier hinten links könnt ihr schon sehen, fast nähern wir uns dann, ich würde mal sagen, dass es die Staumauer ist. Die habe ich jetzt auch mal, oder das Wehr, wie man das sehen möchte. Danke. Ja, das war die mehr oder weniger Staumauer vom Lippersee oder Lippesee. Und wir haben jetzt hier unseren Umkehrpunkt quasi am Lippersee erreicht und queren jetzt beziehungsweise haben vorhin die B54 unterquert und radeln jetzt quasi zu dem kleinen Dörfchen oder Örtchen Hohe Kamp,
Hohe Kamp und dann geht's Richtung Nesthauser See südlich an dessen Ufer entlang an der Sanderstraße bzw. direkt am Ufer. Ja, nun geht es an der Lippe auch gleich zurück, wieder Richtung Ausgangspunkt. Die Parda fließt ja in die Lippe und das so in etwa bei, oder kurz, ja, eigentlich bei, genau genommen fast bei Schloss Neuhaus. Und dann radeln wir eigentlich an der Lippe entlang. Genau. Ja, das habe ich wohl da noch nicht am Anfang richtig oder korrekterweise gesagt, aber hier sei es dann nochmal, sei es drum, dann hier an der Stelle nochmal genau beschrieben. Ja, die Lippe fließt dann in den, na, eigentlich auch nicht wirklich, glaube ich. Das ist mal geändert worden. Früher floss die Lippe, wenn ich mich nicht irre, wie gesagt, alles unter Vorbehalt, eigentlich in den Lippesee. Das hat man umgeändert. Man führt die Lippe jetzt an dem Lippesee vorbei, so südwestlich. Warum das jetzt genau war, irgendwas hatte das, glaube ich, mit der Wasserqualität zu tun. Nehmt mich jetzt dafür nicht bitte in Verhaftung. Ich denke, einige von euch wissen das besser. Könnt ihr ja gerne mal im Kommentar mitteilen. Ja, was noch im Filmchen noch weiter zu sehen geben wird. Ja, wir werden auch noch mal die Fahrräder tauschen. Beziehungsweise die Klappräder, weil meine Frau das letzte Stück auch mal gerne mit meinem Klapp-Pedelec fahren wollte, um zu testen, ob das was für sie ist. Ja, mittlerweile haben wir das gleiche Klapprad mit Elektromotorunterstützung für sie auch noch mal gekauft und dieses Birdie von Riese und Müller haben wir mittlerweile über eBay verkauft. Schön. Das sind aber Biohühner, du. Ja, siehst du, weißt du Bescheid. Da muss ich auch mal ein Foto machen. Also, ja, von diesem Hühnerstall habe ich ja noch nie gesehen. Folge dem Weg 650 Meter. Der ist aber echt schön. Richtig, von dieser großen Schar. Ja. Tatütata, das ist, war echt laut. Diese große Hühnerschar von, ja, hier sieht man das Foto, was ich da vor Ort gemacht habe, war ich doch sehr fasziniert. Mit einem rollenden Hühnerstall. Hier ist ein Eierautomat, Barbara. Nee? Ja, ein Eierautomat gab es aber doch. So, und wir sind wieder weiter on Tour. Übrigens haben wir zuvor, sind wir südlich um den Nesthauser See geradelt, also beziehungsweise ein Stückchen, nicht um den See, aber südlich davon am Ufer ein Stückchen entlang. Ja. Und gerade habe ich nochmal nachgeguckt im Netz, das war der, oder es nannte sich mit den Hühnern, der Naturhof am Lippesee. Und bei Google schreibt ein jemand, dass die Eier super lecker sind und die dort nur holt. Ja, wir sind jetzt, wie gesagt, hier jetzt unterqueren wir, glaube ich, hier die A33. Müsste das sein, wenn ich mich nicht irre. Ja, gerade nochmal nachgeschaut. Ja, und fahren bzw. radeln jetzt hier auch nochmal an einem Sportplatz vorbei. Ich habe jetzt mal wieder ein bisschen auf schnell Vorspulen gestellt, also Zeitraffer. Ja,
was ich gerade gesehen habe hier auf Google Maps, Schloss Auenpark, also da gab es einen riesen Parkplatz, an dem sind wir ja gerade vorbei, wo auch der dieser große Sportplatz ist. Minigolf zum Schlosspark etc., Skatepark. Alles das gibt es dort. Ja, und hier war jetzt auch, glaube ich, schon wieder mal ein Bütchen. Ja, dieses Kioskchen, schreibt einer hier in Komoot, wäre das Haus der Zünfte, Kiosk, Schrägstrich WC in der LGS. Was auch immer LGS bedeuten mag, kann ja auch jemand mal in den Kommentaren halt schreiben. Ja, jetzt sind wir hier wieder am Rückweg. Wieder habe ich versucht, mir meinen Weg durch das Örtchen hier in der Nähe oder der Orts des Ortsteils hier. Und wie man sieht, sind wir auch hier an dem Zweirad-Technik Alexander Möhring vorbeigekommen, der dort direkt an der entsprechenden Hauptstraße, Residenzstraße heißt das. Also wenn ihr unterwegs mal auf dieser oder auf anderen Touren, die ihr macht, und dieser Laden liegt auf dem Weg oder ihr solltet da gerade mal irgendein kleines Problem mit eurem Fahrrad haben, dann wird euch da sicher bestimmt geholfen werden. Ja, eigentlich habe ich extra hier langsamer laufen lassen, um den Originalton einzublenden, weil wir hier jetzt links wieder von der Straße abgebogen sind und wieder auf den schönen parkähnlichen Fahrradweg gelangt sind. Ja, das finde ich hier so ein bisschen etwas unglücklich gelöst, dass man da leider durch den Ort muss. Aber ich habe gesehen, es gibt ja ab der Kreuzung Wernerstraße Residenzstraße, da gibt es an der Alme entlang wohl dann einen Uferradweg. Mal schauen, werde ich wohl dann mal bei der nächsten Tour, die wir mal wieder irgendwann in der Ecke Paderborn oder hier machen werden, weil wir haben die Tour schon in ähnlicher Form schon etliche Male, einige Male gemacht. Dann werde ich das mal wieder ausprobieren und mal gucken, ob man da nicht irgendwie eine etwas bessere Lösung findet und das kleine Stückchen vom Zweirad Laden Möhring bis zum Alme Radufer Radweg das kleine Stück da in Kauf nimmt und an der Straße lang radelt und dann direkt dort abbiegt. Aber nicht so schnell fahren, ich kann nicht so schnell ohne. Ja, an dieser Stelle haben wir jetzt wohl unsere Fahrräder getauscht, meine Frau und ich. Jetzt bin ich doch mal wieder ohne Motorunterstützung unterwegs und ich muss sagen, mit den kleinen Birdies, also mit dem kleinen Birdie, ging das relativ gut. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, die Räder ohne Elektroantrieb wiegen ja doch deutlich einige Kilo weniger. Und die Klappräder von Riso Müller, die sind auch wirklich sehr leicht und man darf nicht vergessen, meines Wissens nach ist es auch das einzigste Klapprad, der Riese und Müller Verkäufer in Wuppertal, der sagte uns, das ist kein Klapprad, das ist ein, ja, recht hat der gute Mann, denn das Vorderrad wird eingefaltet, sozusagen umgelegt und hinten auch, also es wird nicht um die Längsachse geklappt, wie die meisten Klappräder und das Pedelec, was ich habe und wo jetzt gerade meine Frau mitfährt, das wird ja über die Mitte, über das mittlere Teil entsprechend wie ein Scharnier geklappt, zusammengefaltet. Eigentlich auch eine Faltung, aber ja, der Begriff Klapprad ist ja irgendwo gebräuchlich. Aber wie, ich möchte mich auch an dieser Stelle schon mal langsam verabschieden. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Nachradeln oder
beim selber Touren austüfteln in und um Paderborn. Die Senne soll ja auch schön sein. Ich hoffe, da finde ich auch noch mal eine schöne Tour, aber da kann man ja nur am Wochenende durchfahren. Ansonsten wird das militärisch. Ich verabschiede mich und wünsche wie immer viel Spaß beim Nachradeln. Für einen Daumen hoch. Hoch bedanke ich mich im Voraus. Und ein Abo wäre auch schön. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.